Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shin Megami Tensei 3. Ich nehme diese Folge hier im Anschluss auf. Wir sind hier noch im Parlamentsgebäude. So hieß es doch, ne? Moment, sehe ich das hier irgendwo, wenn ich die Karte aufmache? Ja, Parlamentsgebäude. Ja, habe ich doch gesagt. So, und ich hatte gesagt, und ich hatte vor, genau, hier nochmal reinzugehen. Hier um die Ecke wollte ich doch. Genau. Oh mein Gott, das sieht ja so cool aus. Ich muss hier einfach durch. Ich bin mal gespannt, wann wir die nächste Statue antreffen werden. Du spürst eine starke Macht hinter der Tür. Jetzt sag mir nicht, dass das ist jetzt der richtige Weg. Möchtest du reingehen? Nein. Ist das der richtige Weg? Oh, das ist aber schlecht. Nee, das möchte ich dann nicht. Das möchte ich dann nicht. So. Autofunktion. Autopilot, wie auch immer. Körperlicher Konterschild erschienen. Ausweich und Treffer. Oh shit, stopp! Aufhören, Leute! Okay. Wie dumm ist das denn? Ich glaube, wenn ihr aber eingefroren seid, ist das nicht aktiv. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier kommt der Gletscherstoß. Okay. So, Moment, ich muss den einen Kopfhörer hier rausnehmen. Das ist mir sonst zu laut. Ich höre ja meine eigene Stimme nicht mehr. Tornado. Richtet kaum Schaden. Aber hier habe ich noch einmal Eis. Yes, du bist raus. Megiddo. Ah, das ist Feuer, ne? Nee, ist kein Feuer. Ansonsten wäre Shitstorm... Wow! Wäre Shitstorm immun dagegen und das ist er nicht. So, greif mal an. Verfehlt. Verfehlt. What the flip. Komm. Critical. Sehr gut. 1116. Shitstorm, du musst dich jetzt heilen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich ja jetzt hier direkt den richtigen Weg gefunden habe. Gehe ich mal stark davon aus. Okay, hier weg. So, Moment, dann weiß ich aber Bescheid. Hier geht's auch ansonsten. Ah, doch, ich könnte da. Ah, nee, gar nicht. Das waren alles Trugbilder da, wo diese Lücken sind, ne? Gut, ich gucke jetzt mal, ob ich hier reinkäme. Die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Gut, dann schauen wir uns hier oben weiter mal um. Du siehst einen Lagerwürfel. Du hast Lebensstein dreimal erhalten. Hä? Komm ich hier rein? Na, zumindest nicht von der Seite. Wisst ihr was? Ich kann... Das hier ist... Das kann nur der einzige Weg sein. Der Weg ist verschlossen. Wie ich da hinten jetzt hinkomme, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, ich gehe mal zurück. Wir gucken jetzt einfach mal. Kann auch sein, dass ich an ein bestimmtes Gemälde laufen muss und teleportiert werde, um dahin zu kommen. An den anderen Stellen. Ihr regt mich gerade so ein bisschen auf, wenn ich das mal so sagen darf. Bringt doch mal ein bisschen Abwechslung hier rein. Wobei diese Abwechslung mir eigentlich ganz gut gefällt. So, komm, weg. Komm, drei Angriffe reichen. Ah, ne, es sind zwei. Wieso? Wow, was war denn das? Hat ja ganz komisch ausgesehen. 896. Oder das war einfach nur die Bewegung, die so seltsam ausgesehen hatte. Der hat sich ja so schnell bewegt. So, genau. Jetzt, okay. Jetzt wurde das Gemälde erkannt, dass es da nicht weitergeht. Und dasselbe ist hier auch. Ah, ne, hier ist eine Tür. Ja, hier komme ich aber nur rein, nicht raus. Hallo. Mit dieser Seele hatten wir schon gesprochen. Mit der hatten wir schon unser Vergnügen. Und das hier ist auch die richtige Tür. Und ich erkenne das jetzt erst. Seht ihr, woran man das erkennt? Weil die Tür mehr in der Wand ist als die anderen. Die sind mehr an der Wand, statt in der Wand. Gut, okay. So, dann muss ich jetzt hier nach rechts.
Hallo. Mit euch wollte ich es eigentlich auch nochmal probieren zu quatschen. Eure Schwäche, ja. Aber wartet jetzt mal, bis hier mein Freund drankommt. Gletscherstoß macht euch bestimmt sehr glücklich. Zack. So, das wirst du wahrscheinlich auch nicht überleben. Glück gehabt. Was zur Hölle, ich soll mich dir anschließen? Verstehe. Ifrit denkt nach. 1120, alles klar. Hey, das ist nicht genug. Du machst mich echt sauer. Gib mir dies. Chakra-Tropfen. Einwilligen. Vergiss es. Du wirkst ja nett, aber dafür setze ich mein Leben nicht aufs Spiel. Ich lebe zu gerne. Nimm einfach das hier und halt die Fresse. Du hast einen Lebensstein erhalten. Bis später. Ifrit verschwand. Ja, ich bin immer noch unterlevelt. Ich dachte, weil ich erst Level 66 erreicht hätte, dass das ausreichen würde. Ah, das Gemälde. Ich komme näher. Ich sehe schon. Genau, geradeaus. Hier ist noch eine Tür. Dieses Gemälde zeigt eine Tür. Oh. Das ist ein Gemälde. Das habe ich aber definitiv zu spät erkannt. Du hörst eine Stimme. Hahaha, Trottel. Meine Fallen sind überall. Wo bin ich jetzt? Wieder da, wo ich gewesen war. Ja, dann musste ich an diese Tür, an der ich eine große Macht verspüre. Das scheint der einzige Weg zu sein. So, dafür muss ich jetzt hier nach links. Hallo? Mit dir könnte man mal noch ein bisschen kommunizieren. Ja. Hat aber keinen Bock. Der letzte ist schon in der letzten Folge abgehauen, als ich gegen die gekämpft hatte. So, Moment. Genau, einmal hier rechts rum. Aus dieser Richtung sind wir ja gekommen. Das ist dreimal der Kaiwan gewesen. Und der hat hier meinen tollen Monster hier verwirrt. Der hat mal noch ein bisschen mit Geld um sich geworfen. So, einmal hier runter. So, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich da in der Sackgasse gerate. Nee, komplett runter und dann links. Die letzte Tür links. So, diese hier. Ja, da muss ich... Wow. Nee, stopp. Die letzte Tür rechts war es und nicht links. So, hier rein. Okay. Ja, ich weiß. Starke Macht und so. Ich gucke mal gerade, ob das hier alles so passt. Ich sag mal ja. Moment, ich habe doch ein paar Chakra-Tropfen. Das ist echt wenig. Komm, du noch... Alles klar, Tür öffnen, du spürst eine starke Macht hinter der Tür, möchtest du reingehen? Let's go. Du hast es weit gebracht, ohne zu sterben. Hier bin ich doch schon gewesen. Nur dieses Gemälde ist jetzt da, ne? Sprich, die Statue wird wahrscheinlich jetzt hier gleich auftauchen. Hä? Ich beglückwünsche dich. Ich habe lange keine solch spaßige Jagd erlebt. Da ist sie doch. Aber ich kann dich nicht weitergehen lassen. Das Magazoi in diesem Gebäude gehört bereits uns. Wir müssen nur noch unseren Gott rufen. Dann erhalten wir das Prinzip von Jijima. Ich lasse nicht zu, dass du unseren Kommandanten störst. Ich, Mada, werde dich höchstpersönlich in die Hölle schicken. Ach, die gute Mada. Oh, Mada sieht aber schick aus. Mada sieht verdammt schick aus. Bist du eine Ballerina? Mada. Ja, da muss ich jetzt erstmal herausfinden, Mada. Magst du Eis? Oh, ich bin überrascht. Ich dachte, du wärst immun. Durch die Farbe. Erhöht körperliche Angriffe der Gruppe. Setzen wir das mal ein. Hau du mal drauf. Absorbiert physische Angriffe, wie mir scheint. Das ist nicht gut. Höllenfeuer. Angriff ausgewichen. Okay. Gletscherstoß. Ausgewichen. Das gefällt mir gar nicht. Hadesstoß. What the flip? Was war das? Ist das dunkle Magie oder was? Okay. Dia, heil du dich erstmal. Ich glaube, wir müssen hier ganz andere Sachen machen. Reflektiert körperliche Angriffe einmalig. Ich setze das mal ein. Ah, dann heilt er sich aber dann doch, oder? Tornado. 156. So, Moment. Schützt die Gruppe. Erhöht Ausweich- und Trefferrate. Versammlung. Oh, no shit.
Höllenblick, dem Angriff ausgewichen, ja Gott sei Dank. Shitstorm. Kümmer du dich darum. Gletscherstoß. Das geht auf beide. Okay. Senkt körperlichen Magieangriff. Senkt körperlichen Magieangriff bei allen Gegnern. Das setzen wir auch mal ein. Yep. Schützt die Gruppe. Erhöht ausweichen Trefferrate. Eisatem. Zweimal getroffen. Ich muss aber gleich mal den Feuerzauber. Okay, das macht ihr Gott sei Dank nicht so viel aus. Okay. Moment, Höllenfeuer darf ich mal. 124. Okay. Gletscherstoß. Zweimal getroffen. Das sind schöne Neuigkeiten, tolle Neuigkeiten. Und schön sind sie auch. Jawohl, zweimal getroffen. Erhöht Ausweichen Trefferrate. Bestienauge. Ah, jetzt legt er los. Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Dieser Angriff ist mir nicht so geheuer, den mag ich nicht. Eisatem. Zweimal getroffen. Gletscherstoß. Auch zweimal getroffen. Tornado. Auch zweimal getroffen. Ja, erhöht ausweichen Trefferrate. Und Shitstorm wird gleich. Versammlung. Okay, alles klar. Heilung. Ah, das sind nur 215. Das geht klar. Moment. Du heilst mal. Genau. Dann kann er Gletscherstoß einsetzen. Perfekt, hat leider nicht ausgereicht. Aber da kann man jetzt drauf kloppen. Zack. So, erhöht ausweichen Trefferrate. Grenze ist erreicht. Eisatem. Möchtest du auch mal eingefrieren? Ich glaube, ich habe zweimal getroffen. Zumindest mal rauschen. Was soll denn das sein? Hör auf damit. Och, meine Gruppe ist verwirrt. Höllenfeuer. Ach, ja, wir haben einfach zu viel Geld. Meist ist weg. Gletscherstoß. Zweimal. Tornado. Yes! Aber der war doch jetzt nicht wirklich. Also fand ich den ersten anspruchsvoller. Smaragd erhalten, dankeschön. Principal. Möchte die Bewegung erhöhen. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Das ist jetzt auch die Stimme gewesen, die ganze Zeit mit uns sprach. Komme ich da jetzt zurück? Ich muss nämlich da oben mal kurz hin. Moment. Ich muss nämlich hier hin. Kann das sein, dass es jetzt dafür... Oh, genau, hier wollte ich hin. Da vorne ist nämlich noch eine Tür. Da vorne ist jetzt das Gemälde. Das erkenne ich. Da sind falsche Türen. Hier vorne rechts ist eine richtige. Wobei die Karte mir das auch anzeigt, welche Karte bzw. welche Tür richtig ist. Untersuchen. Shit. Ich untersuche mal. Hast du jetzt Lust, mit mir zu reden? Erwartest du echt, dass ich mich dir anschließe? Wenn das so ist, gib mir 1070. Einwilligen. Immer noch nicht genug. Einwilligen. Ich brauche noch mehr. Lebensstein. Nein. Ah, die Behandlungen laufen nicht gut. Bezahle mir 660. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Zweifelt. Ein anderes Gruppenmitglied wollte den Dämon überzeugen. Überreden. Ah, es hatte keine Wirkung. Ich habe kein Vertrauen in dich. Bezahle 650, einwilligen. Jetzt muss ich dich nach deiner Meinung fragen. Sind Wissen und Prinzipien notwendig? Ja, das sind sie. Das ist also dein Level. Cerberus hat die Stirn gerunzelt. Dein pausenloses Gerede langweilt mich. Dann lebe wohl. Er verschwand. Ah, das war wohl nicht die Antwort, die er hören wollte. Ah, tut mir leid. Next time. So genau, ich wollte untersuchen. Dieses Gemälde ist eine Täuschung.
Ja, die Stimme ist weg. Die Stimme ist er gewesen, ne? Marder. So, hier habe ich aber noch eine Tür. Und hier ist auch noch ein Gang. Ja. So, jetzt habe ich keine Lücken mehr. Ich habe nur noch die Tür da unten. Moment, ich gehe mal nochmal zurück. Denn da unten ist noch was auf der Karte, was mir nicht gefällt. Dafür muss ich aber nochmal hier raus. Und dann muss ich rechts, glaube ich. Nach rechts oder links? Ne, ich muss nach rechts. Untersuchen. Dieses Gemälde ist eine Täuschung. Das sieht aber sehr komisch aus. Ich bin hier schon fast das Gemälde hochgeklettert. Oder? Sieht schon sehr seltsam aus. Aber gut, okay, Moment mal. Da hat gerade was ganz komisch ausgesehen. Ich rede nochmal mit dir. Erwartest du echt, dass ich mich dir anschließe? Haha, kichert. 1420 einwilligen. Immer noch nicht genug. Einwilligen. Ich kann mich nicht entscheiden. Das hat leider keine Wirkung, haben wir eben gesehen. Willst du mich damit überreden? Hm, jetzt muss ich dich nach deiner Meinung fragen. Wenn sich ein Zugvogel am Flügel verletzt, wird er den Winter nicht überleben. Die Natur sortiert die Schwachen aus. Dann bleibt für die Schwachen also nur der Tod? Ich würde ja eigentlich Nein nehmen, aber ich glaube, er möchte so ist es hören. Er ist zufrieden. Ah, nun gut. Scheint zufrieden zu sein. Ich bin Cerberus, ein Bestie-Dämon. Ich werde dich begleiten. Cerberus ist deiner Gruppe beigetreten. Ich hätte eigentlich das andere genommen. Level 61. Ja, einen Slot habe ich noch und das ist für denjenigen, den ich noch, der am Arbeiten ist, den ich abgegeben habe. Genau, ich wollte hier. Das hat irgendwie ganz komisch hier ausgesehen. Aber okay. So, nochmal zurück. So, hier runter, genau. Ne, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist auch der einzige Weg, den ich dann noch habe. Hier, ne? Genau, geradeaus. Aha. Hier bin ich also. Da wollte ich ja auch hin. Da unten waren wir. Okay. Ich weiß nicht, wäre es sinnvoll, nochmal zu speichern? Bestimmt. Es ist immer sinnvoll zu speichern, bevor man weitermacht. Was ist das? Achso, ja, dieser Zauber. Okay, haben wir eine Zustandsveränderung? Nein. Criticals sind so toll. Ich liebe Critical Hits. Sehr gut. Ein neuer Gegner ist aufgetaucht. Stopp! Mit dir muss ich reden, Schätzchen. Königin Marb. Kagutsuchi erhält den Himmel. Ah, fühlt sich das gut an. Königin Marb ist extrem aufgeregt. Hey, ist Schönsein eine Sünde? Ist es ein Verbrechen? Es ist kein Problem. Ich glaube, sie steht da drauf, wenn ich ihr sage, es ist ein schweres Verbrechen. Ah, du bist ein Freak. Königin Marb hat die Stirn gerunzelt. Dir lackiere ich die Nägel mit deinem eigenen Blut. Aber damit das geht, musst du natürlich sterben. Oh, schade. Wow. Angriff. Moment. Reden. Die strahlende Licht von Kagutsuchi. Hahaha, es ist zwecklos. Okay, es ist rum. Alles klar, Gletscherstoß. 80. Ist sie eingefroren? Mega. Schlag drauf. Schade. Wie gesagt, ich hätte dich gerne in die Gruppe mitgenommen. Da hätte ich zwar keinen Platz mehr gehabt, aber da hätte ich eine Fusion starten müssen. Das wäre ja auch kein Problem gewesen, um mir nochmal Platz zu schaffen. Ich meine, ich habe ja sowieso ein paar Dämonen mit dabei, die jetzt nicht so prickelnd sind. Siehst du den Aufzug da drüben? Hikawa und ein anderer Mensch, eine Frau, sind damit nach oben gefahren. Was für eine Welt will Hikawa erschaffen? Welcher Aufzug? Da drüben? Ah, das ist das so. Soll das ein Aufzug sein? Okay. Lass mich jetzt erstmal hier rein. Verflucht. Nicht nur Surt, sondern auch noch Marder.
So sei es. Er wird nicht weit reisen. Dank meiner Magie wird er für immer durch diese Räume irren. Oh nein. Ich mag die Magie nicht. Für immer. Ist das die Magie, die er meinte? What the flip? So, hier geht's nach unten. Oh, Wahnsinn. Du hörst deine Stimme. Durch meine Macht wurde euer Weg versperrt. Dieses Gemälde zeigt einen Gang. Ja, ich komme nicht mehr zurück. Clever. Shit. Okay. Ich gehe erstmal. Wie vom Weiten das so real aussieht, ne? Ich finde das einfach richtig gut gemacht. So, die Olle, die lache ich mir jetzt an. So, Shitstorm und meine anderen Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Geblockt. Scheint wohl doch gegen physische Angriffe noch immun zu sein. Kann das sein, dass das an der Fähigkeit liegt? Hat er eine Fähigkeit? Oder warum ist das so? Weil von Natur aus ist das nämlich nicht so. Weil ich weiß nämlich, dass wir den Gegner nämlich physisch angreifen konnten. Übergeben. Shitstorm. Bittest du mich um ein Date? Lass mich mal sehen. Gib mir 1340 Marker. Einwilligen. Immer noch zu wenig. Gib mir dies, Lebensstein. Einwilligen. Soll ich davon leben? Gib mir dies, Lebensstein. Jetzt nicht einwilligen. Sie ist wütend. Du bist sowas von tot. Ich nehme dir deinen Schmerz. Autsch. Wow, 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 wow. Chill mal deine Basis. Man muss hier nicht gleich so ausrasten. Bam! Daneben. Shit. Oh oh. Oh shit, 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 shit. Geblockt. Sehr gut. Heilen. Oh, Gletscherstoß. Erhöht Ausweichen Trefferrate bei der Gruppe. Komm, greif mal an. Glück gehabt. Hm, schon wieder. Um 571 geheilt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Gott sei Dank. Komm, schlag du nochmal zu. Daneben. Ey, das gibt's doch nicht. Erhöht Ausweichen Trefferrate. Muss ich damit eben arbeiten. Hier, Tornado, was hältst du davon? 79. Ja, ist ja auch nicht so mega krass. Okay. Jetzt aber. Ich muss mich heilen. 1093. Ich weiß, wer uns heilen kann. Ich kenne da jemanden. Skill. Guck mal. Wie war das nochmal? Heilstumm? Oh, das Gebet kann ich nur im Kampf einsetzen, oder was? Bei der Gruppe. Ich... Moment. Ich habe eine andere Vermutung, warum das nicht funktioniert. Gruppe. Zurück ins Inventar. Ja, du leider. Ich möchte nur gucken, ob ich damit richtig lege. Nee, ich kann das Gebet trotzdem nicht einsetzen. Okay, dann geht das nur im Kampf. Gruppe. Zurück ins Inventar. Genau du. Rufen. Na? Oh, hier. Moment, aber Principal. Der konnte das doch. Sehr gut. Das passt. So, dann gehe ich mal hier rein. Auch. Du hörst eine Stimme. Durch meine Macht wurde euer Weg versperrt. Jetzt komme ich wieder nicht zurück. Ach so, ich komme nicht nach vorne. Okay. Na gut, dafür gibt es andere Wege. Ey, das sieht schon creepy aus. Tür öffnen. Nee, die ist nicht real. Die Tür. Die ist nicht real. Wie kann ich dir helfen?
Schönen Tag noch. 372 Shitstorm. Wo sind denn die Erfahrungspunkte jetzt hin? Oh, hier geht's weiter. Ich gehe mal geradeaus. Okay. Das ist definitiv nicht richtig. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Die Tür ist echt. Die Tür nicht. Diese du hörst eine Stimme. Durch meine Macht wurde euer Weg versperrt. Hinter mir jetzt? Tatsächlich. Hier ist ein Schild an der Tür. Was soll das bedeuten? Ah ne, hier sind überall Schilder. Hä? An den anderen auch? Du hörst eine Stimme, durch meine Macht ist euer Weg versperrt. Sag. Tür öffnen, du hörst eine Stimme, du bist meiner Kunst zum Opfer gefallen. Ja, ich wusste, dass es keine Tür ist, aber ich wollte es trotzdem probieren. Was dann passiert und jetzt weiß ich es ja. Genau, hier komme ich auch nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Also ist das hier noch der einzige Weg und ich bin hier. So. Da ist mir der Weg versperrt. Von da kam ich. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Zack. Ich wollte dich eigentlich anquatschen. Beim nächsten Mal. 349. Jetzt Shitstorm. Level 67. Dein Level hat sich erhöht. Bitte passe deine Werte an. Antifeuer. Oh, shit. Ey, das ist echt gut. Oh, ist alles so aufregend. Ich habe einfach zu wenige Slots hier. Ich steck's mal in Glück. Da habe ich schon so, also sehr wenig reingesteckt. Jawohl. Antifeuer erlernt. Skillplätze sind voll. Bitte wähle ein Skill zum Verwerfen. Oh. Ich nehme das hier, weil das sind mir einfach zu viele TP. Yes, Antifeuer. Wurde verworfen. Du hast die volle Kraft von... Habe ich jetzt schon die nächste Magatama gemeistert? Ey, das geht ja alles viel zu schnell. Oh, das hatte ich doch genommen, weil ich... Okay, das ist nicht schlimm. Jetzt kann ich was nehmen, wodurch ich... Annullieren Kraft, annullieren Elektro. Entziehen. Oh, entziehen Feuer. Das ist natürlich ja noch besser. Annullieren Statuseffekte. Annullieren Verstand. Annullieren Eis. Ist auch noch gut. Annullieren Licht. Reflektieren Elektro. Ist ja auch cool. Annullieren Licht. Ja, ich nehme mal Annullieren Eis. Das hier werde ich jetzt ausrüsten. Wilder Tanz als nächstes. Ist doch schon mal kurz ausgerüstet, ne? Ja, hier brauche ich gar nicht weiterzugehen. Hier komme ich nicht weiter. So, hier rein. Ja, hier geht's ja auch nicht weiter. Also irgendwie hast du mich gerade. Ah, Moment, hier unten. Hier, natürlich. Genau, hier bin ich doch stehen geblieben. Wow, hast du mich gerade erschrocken? Moment, was war hier? Okay. Muss ich da einfach nur näher ran. So. Hello. Okay. Du raus. Genau, du mal als erstes. So, dann du. Der Elefant. Tut mir leid. Kraft. Okay. Von mir aus. Ich möchte sie aber haben. Tschüss. So, Moment. Nee, du kannst gerade... Nein! Ich habe Dreieck gedrückt. Das war keine Absicht. Ich wollte Dreieck so als Abbrechen. Wisst ihr, bei manchen Spielen drückt man für zum Abbrechen Dreieck. Oh, geblockt. Geblockt. Sehr schön. So, können wir jetzt miteinander reden? Bittest du mich um ein Date? Wie wäre es dann stattdessen mit Königin Map denkt über dieses und jenes nach? Ich will dies Lebensstein einwilligen. Immer noch zu wenig. Heilperle. Eine Heilperle! Madame, also... Nee. Tut mir leid. So, was von nervig. Königin Map beschwert sich. Na schön, dann. Okay, 720 kriegst du.
Eine Frage noch, bevor ich dir folge. Ich mag Dämonen nicht beim Fusionieren zu sehen. Und du? Ich schaue gerne zu. Du bist stark. Nun, das ist gut genug. Königin Marb scheint zufrieden zu sein. Ich bin Königin Marb, ein Nachtdämon für die Freiheit. Königin Marb ist seiner Gruppe beigetreten. Yes! Gotcha! Ach, da muss ich doch mal einen Schluck Kaffee trinken. Befindet sich auf Level 56. Ich dachte, die wäre auf einem höheren Level. Lass mich mal deine Skills sehen. TP-Regeneration bei der Gruppe. Hoher Elektroschaden bei einem Gegner. Erhöht körperlichen Angriff bei der Gruppe. Hi, ich denke, wir werden uns gut verstehen, meine Dame. So, wir machen weiter. Okay. Genau, ich komme nur hier rein. Scheibenkleister. Diese Tür ist nicht echt, diese Tür ist aber echt. Ich gehe mal rein. Oh, hi, dich kennen wir. Dich hatten wir auch schon mal. Dia oder so ist dein Name, ne? Yuzuga und Musubi haben bereits mit den letzten Schritten hin zur Schöpfung begonnen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Schon bald werden wir unser Prinzip von Shijima empfangen. Der Moment naht. Oh, dich hat man auch schon eingewickelt. Okay, ich verstehe. Gut, weiter in die Richtung. Ich versuche mal hier reinzugehen. Du hörst eine Stimme. Durch meine Macht wurde euer Weg versperrt. Bitte nicht vor mir. Nee, wahrscheinlich hinter mir. Geht in Ordnung. So, das sind die drei Sterne gewesen. Tür öffnen. Eine Seele. Das ist doch, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder? Hey, lasst mich hier raus. Wenn der Dämon hier besiegt wird, bin ich frei. Also besiegt ihn bitte jemand. Ist mir völlig egal, ob nur eine Art von Angriff wirkt. Versucht einfach alles, verdammt nochmal. Ha? Wo ist er denn? Dieses Gemälde zeigt einen Gang. Ich dachte vermutlich, dass er sich jetzt da vielleicht verstecken würde. Ich gehe mal hier rein. Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht ist er hier. Du hörst eine Stimme. Durch meine Macht würde euer Weg versperrt. Ja, okay. Das ist dann doch nicht der richtige Weg gewesen, scheinbar. Du hörst eine Stimme. Durch meine Macht, ja. Vor uns? Ja, dann, Moment. Haben wir ja nur diesen Weg. Und natürlich... Hi! Ich rede mit dir. Du hast also einen meiner Freunde bei dir. Sie ist manchmal etwas anhänglich. Tschüssi, erstmal. Königin Marb verschwand. Okay. Lass mich mal rein. Das gibt's doch nicht. Da ist eine Tür. Okay, ich gehe mal hier rein. Kann doch nicht wahr sein, aber Mana-Entzug. Die anderen werden angreifen. 1465, immerhin. Jawohl, Level 50 erreicht. Rise up. Stärke um 1 erhöht. So, Moment. Skill von Shitstorm. Moment, jetzt fällt mir gerade ein. Skill von... Stopp, Skill von... stimmt, den haben wir auch noch mit dabei. So, hier die beiden zum Beispiel, die würde ich fusionieren. Die Saga Principle, genau. So, einmal, zack, perfekt. Sieht doch gut aus. Die Tür ist abgeschlossen. Willst du die Tür aufschließen? Ja, du hast die Tür aufgeschlossen. Ah, jetzt bin ich unten. Das ist gut. Dann kann ich nämlich mal noch schnell abspeichern. Beziehungsweise auch noch schnell nach Ginza reisen. So, und ich denke, wir haben noch genügend Zeit, um uns hier noch ein bisschen hier umzuschauen. Was ist denn hier los?
Ihr dürft gerne gehen. Danke. Bis zum nächsten Mal. 108. Obwohl ihr echt die perfekte Deko wärt. Wäre bei mich zu Hause aktuell. Ich habe ja hier schon alles für Halloween geschmückt. Da beginne ich ja schon immer am 1. Oktober mit. Zumindest nehme ich mir das immer vor. Dieses Jahr kam ich nicht direkt dazu, am 1. Oktober zu schmücken, sondern erst am 3. Nee, gar nicht. Am 3. ist Tag der Deutschen Einheit. Am 4. ist es gewesen. Das ist ein Tag später gewesen. Ich habe nämlich am Tag der Deutschen Einheit gearbeitet. So, anyways. Machen wir mal weiter. Fusionieren. Dann gucken wir mal. Aha. So. Das bedeutet Tod, ne? Das hier zum Beispiel. Das würde nicht funktionieren, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich möchte ja erstmal hier und Kaiwan, wer kommt da raus? Um Gottes Willen, nein. Moment. Nee. Das hat was hier mit meinem Kagatsuchi zu tun. Moment, stopp. Was ist denn da los? Ich dachte gerade, ich habe da was gesehen. Eine Schaufensterpuppe. Neu. So, das... Nee, nicht neu ist gut. Voll muss sein, ne? Voll ist gut. Voll ist am besten. Moment. Ich schneide euch raus. Wir sehen uns gleich nochmal. So, voll. Okay, vielleicht funktioniert... Nee, funktioniert nicht besser. Aber wir haben nicht mehr so viele Totenköpfe hier jetzt mit dabei. So, dich hätte ich gerne. Quetzalkoatl. Pisaka käme Jin raus. Was käme hier raus? Okay, nein. Suiki. Ah, schaut mal. Okay. Da kämst du. Vitalda. Um Gottes Willen. Kali. Hallo. Nein. Obwohl mich das hier echt schon... Aber da müsste ich ja Albion hergeben und das möchte ich nicht. Also. Ja, das ist natürlich blöd. Cerberus. Um Gottes Willen, nein. Die habe ich doch. Hä? Die hatte ich aber. Wo sind die hin? Hä? Bin ich da gestorben? Hatte ich da nicht abgespeichert oder was? Hä? Titania, ich hatte die doch. Okay, da bin ich wohl dann gestorben oder so. Ich habe keine Ahnung, wo die schon wieder hin, wo die geblieben ist. Okay, anyways. Königin Marb. Da lese ich jetzt nichts Besonderes. Was ist hier? Ah, nee. Nein. Okay. Kaiwan. Mit dir muss ich halt irgendwie was machen. Ich muss hier auf jeden Fall eine Fusion starten, damit hier was passiert. Weil ich einen Slot brauche. Ne? Kaiwan hat aber irgendwie auch keinen Bock. Pisaka Principal. Principal. Sati. Um Gottes Willen. Nee. Barith? Nein. 37, das ist alles Low Level. Cerberus. Titania Chimera, wer ist das? Aha. 75, ja, nee. Lachesis! Lass mich mal kurz gucken. Das hier würde ich schon machen. Das würde ich schon mal... Oh Gott, doch, ja. Was ist hier los? Nee. Das ist halt dieser Totenkopf. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Moment, aber doch, das hier würde ich schon safe machen. Oder? Ich weiß, dann bist du weg. Moment. Moment, habe ich eigentlich alle registriert, bevor ich jetzt hier weitermache? Diese Dämonen sind nicht eingetragen, wen willst du registrieren? Alle registrieren. Sollen alle registriert werden? Ja. Ich habe alle registriert. Super. Nein, stopp, Moment. Ja doch. Ansichten, bei 39% bin ich. Okay. So, dann fusionieren. Dann machen wir das jetzt. Wer war das jetzt nochmal? Cerberus und du hier. Alles klar. Skills wählen. Betäubungsnadel. Nein, nein, nein. Negiert, nein. Entzugsangriff. Normale Angriffe entziehen TP. Nehmen wir. TP-Regeneration bei der Gruppe. Manipulieren, nein.
Ach Gott, das ist aber nicht viel, was wir da zur Auswahl haben. Makakaya, Rukakaya, Makara, Khan. Gar Jesus, kann ja kein Mensch ausreden. Aussprechen. Aus, habe ich gerade Ausreden gesagt? Oh my gosh. Verstummungsblick. Verursacht stumm bei einem Gegner. Nein. Manipulieren? Nein. TP-Regeneration bei der Gruppe. Ja. So, hätte ich noch die Kaya. Betäubungsnadeln. Geringer körperlicher Schaden bei einem Gegner. Kann Betäubung verursachen. 34 TP. Schwierig. Ich nehme einfach die Kaya. Ja, und würde das jetzt so bestätigen. Bringst du ein Opfer da? Nein. Are you sure? Bist du sicher? Ja. So, dann darf diese Fusion erstmal stattfinden. Oh my gosh. Latches, nice. Schade, und ich wollte eigentlich noch ein bisschen behalten hier, meinen Wolf. Hier der rechte, ne, dieser Papierdämon da. Der gegen physische Angriffe auch immun gewesen war. Bin ich jetzt nicht so traurig. Ich bin Lachesis vom Theme Clan. Ist mir ein Vergnügen. Und uns Alright. Erst. So, fusionieren. Machen wir mal weiter. So, wo haben wir denn Lachesis? Mit wem könnte ich dich denn jetzt noch Gogmagog? Guck mal, was ich hier machen könnte, um Gottes Willen. Da könnte ich den nochmal. Kali? Nein. Ja. Okay, und den könnte ich dann nochmal bekommen, wenn ich sie jetzt nochmal benutzen würde. Aber nein. Königin Marb. Gibt's da jemand Besonderes? Ja, bei Albion möchte ich halt nicht hergeben. Den möchte ich selber behalten. Da bin ich ganz fasziniert von dem. Wer bist du? Achso, ja, nee, dich kann ich auch nicht hergeben. Du bist hier mein... Nee. Wer bist du? Auch nicht. Rose? Nee. Nee, die musste den... Der, nee, den brauche ich für meine ganzen Heilungen und so. Principal... Die würde ich auch noch hergeben. Aber da kommt ja auch nichts Gescheites. Oh. Oh, du siehst ja aber fancy aus. Du siehst richtig toll aus. Aber ich kann Albion nicht hergeben. Tut mir leid. Ich muss dich auf andere Art und Weise bekommen. Ja. Den hätte ich vielleicht als Opfer nehmen sollen. Das hier sind so meine Opfer. Inki. Ah, schaut mal, hier bekomme ich jemand anderen. Das waren Zeiten. Nein, Sopana. Kushinada. Da ist sie wieder. Jin. Mit Pisaka, aber Pisaka kann ich auch nicht hergeben. Mit Pisaka bin ich auch recht glücklich. Dominion. Und hier kommt Erde raus, ne? Der letzte Rotz wäre das hier mit den beiden. Und genau die beiden möchte ich ja eigentlich, ne? Obwohl Loa, bei dem habe ich auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er uns ja so ein bisschen, ne? Der kam ja auf uns zu. Er hat uns ja angequatscht. Königin Marb. Kommt aber auch nichts Gescheites bei raus, ne? Betala? Nee, danke. Kali? Nee, dafür möchte ich die auch nicht hergeben. Tut mir leid, das kann ich nicht machen. Gut, dann sind wir jetzt hier einfach fertig. Es geht nicht anders. Dämonenkompendium registrieren. Es gibt niemanden, der registriert werden muss. Super. Lass mich mal kurz die Ansicht sehen. Wir sind immer noch bei 39%. Alles klar. Verlassen, dann sind wir fertig. Ganz genau. Gut, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, und wieder im Parlamentsgebäude. Ganz genau. So, jetzt können wir aber hier unten rein. Geheilt habe ich mich auch, ne? Wollte ich euch nur mitteilen noch. Bin noch bei Quell des Lebens gewesen und habe mich da mal noch ein bisschen erholt. So, hier kann ich noch rein. Vielleicht muss ich auch hier sogar rein. Könnte ich mir gut vorstellen. Ah, hier komme ich nicht weiter. Untersuchen, dieses Gemälde zeigt einen Gang. Okay, dann hier rein. Obwohl ich ja hätte schwören können, aus dieser Richtung gekommen zu sein. Ich gehe trotzdem mal hier ran. Ja, die Seele möchte halt raus. Das möchten wir aber auch. So, kommt schon. Zack.
Jeder Einschlag und dann ist sie auch schon raus. 349 Erfahrungspunkte. Passt doch. So. Ich habe hier auch keine Ahnung. Ja, ich komme hier schon nicht mehr raus. What the flip? Muss ich dann nochmal von vorne anfangen? Muss ich dann hier komplett nochmal raus? Hier geht's ja auch nicht weiter. Ja, also Dämonen sind in deiner Präsenz ruhelos. Achso, Moment, das setze ich mal nochmal ein. Denn ich glaube, das hat tatsächlich was gebracht. Ja, so viel dazu. So, das sind die Sterne gewesen. Und hier, wie heißt sie nochmal? Königin Marb. Ja, ich muss hier einfach durch. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen, scheinbar. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz überlegen, wie das gewesen war. Ah, nee, stopp, ich habe hier noch einen Weg. Ich habe hier noch einen Weg. Aha, hier ist er. Das ist doch die Statue, oder ist das jetzt noch eine andere? Oh, hallo! Ein anderer Elefant! Hey! Wo kommst du denn her? Vielleicht bist du ja toll. Du gefällst... Den hatten wir doch schon mal irgendwo gesehen. Der kommt mir bekannt vor. Mit dir muss ich reden. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich als Elefantenfan. Kundschaftest du mich aus? Du sagst das und weißt, dass ich ein schändlich Dämon bin? Ich höre, aber ich werde mich niemandem anschließen. Du verschwendest nur deine Zeit. Das ist schade. Tja. Hier hätte es richtig gut... Wow. Hier hätte es richtig gut gehen können. Ich kann ihm physisch keinen Schaden zufügen, oder was? Tatsächlich. Tja, Eisatem. Dann muss ich das wohl anders probieren, obwohl ich eigentlich ja hier meine MP jetzt aufsparen wollte, denn ich könnte mir... Zack. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Boss jetzt hier gegen Magie immun sein wird. Ach Gott. Welche Statue ist es von euch? Du hörst eine Stimme. Wahrheit und Unwahrheit sind nur Licht und Schatten. Besitzt du die Kraft, mein wahres Ich zu finden? Du kannst diesem Labyrinth nicht entkommen, solange du nicht die Wahrheit siehst. Ich weiß, dass die Moment. Scheibenkleister. Also mein erster... Du bist ja so mein erster gewesen. Woher soll ich das denn jetzt wissen, wer welcher ist? Erkennst du die Wahrheit? Okay, alle reflektieren auf dem Boden wieder. Komme ich hier rein? Nee, ich muss ja hier irgendwas machen mit den Statuen. Moment mal, alle haben den Stock. Ja, die haben den auch alle in derselben Hand. Moment mal, ich muss mal gucken. Kragen? Die haben alle einen Kragen. Die haben auch alle eine Brille auf, ne? Da sieht das nur so aus, als wäre das eine Brille. Ich muss erkennen, welcher Fake ist, oder? Das ist doch das, was er von mir will. Also du bist ja so mein erster gewesen. Ich nehme den jetzt einfach. Na, dort liegt die Wahrheit nicht. Was hat das jetzt zu bedeuten? Warum stehe ich jetzt hier? Weil das die Mitte ist? Na, dort liegt die Wahrheit nicht. Oh. Hey! Hör auf damit! Hä? Ich
verstehe das nicht. Also es hat irgendwas mit dem Licht zu tun, hat er gesagt, ne? Ist hier vielleicht einer unterschiedlich von der Farbe her? Der hier wirkt doch irgendwie... Oh, Mann! Oh, sowas kann ich ja leiden, ey. Stopp, 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 stopp. Aufhören. Tornado, bitte. Der in der Mitte, der ist doch immun hier gegen physische Angriffe. Da müssen wir dann ein bisschen zaubern. Leider Gottes. Okay, jetzt aber. Ah, noch ein... das sind ja beide Elefanten zusammen. Der andere gefällt mir aber ein bisschen besser. Oh shit, ich muss mich heilen. 933 Erfahrungspunkte. Ja, doch, Shitstorm, ich weiß. Das hier nervt mich jetzt gerade, dass ich die Unterschiede nicht erkenne. Der wirkt ein bisschen heller. Da meine ich das nur. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Es hat aber auf jeden Fall was mit der Statue zu tun, ne? Moment. Ist bei dem einen der Mantel etwas länger? Ich glaube, ich fange mir an, Sachen einzubilden. Ich gehe jetzt mal dahin. Dahin. Ich nehme dich mal. Ich verfluche dich. Ich verfluche dich, Schuft. Ich werde dich mit meinen eigenen Händen richten. Unsere Welt von Shijima naht. Okay. Ich bin so froh, dass ich dann doch jetzt nicht die andere Statue angequatscht habe, sondern die hier. Oh, ich habe keine Ahnung. Das hier war jetzt einfach Glück. Ich hatte einfach Glück. Keine Ahnung, was man da jetzt hätte da erkennen können. Ich weiß es nicht. Ich greife mal an. 18. Kontert mit 283. Alles klar. Gletscherstoß. Absorbiert Magie. Magieangriff verstärkt. Magieangriff verstärkt. Du willst mich veräppeln. Okay. Erhöht körperlichen Angriff. Ausweichen. Senkt körperlichen Magieangriff bei allen Gegnern. Zack. So, erhöht ausweichen Trefferrate. Bestienauge, ja, damit du öfter an der Reihe bist. Kommst du auch mal irgendwann ganz aus deinem Sarg raus? Ich würde dich mal gern ganz sehen. Magieangriff verstärkt. Dekaya. Dings muss ich einsetzen. Oh, shit. Moment. Ja, der hat schon mal gar nichts. Feierabend. Mana-Entzug. Nimm's einfach mal. Okay. Erhöht ausweichen Trefferrate. Ich muss Shitstorm heilen. Turunda. Senkt körperlichen Magieangriff. So. Erhöht ausweichen Trefferrate. Magieangriff verstärkt. Shitstorm, Moment. Principal. Tausch du mal mit ihm. Erhöht ausweichen Trefferrate. Kommt Principal noch an die Reihe, das ist mir nämlich wichtig. Den körperlichen Magieangriff bei allen Gegnern. Dekaya. Zack. Oh, das ist dieser Feuerangriff, oder? Da bin ich aber ja immun erstmal. Ich weiß nicht, wie ich dem jetzt Schaden zufügen soll. Ehrlich gesagt. Gletscherstoß? Das absorbiert er ja. Und meinen physischen Angriff kontert er ja, das ist ja abnormal. Moment. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Keks hier, Kollege. Shit. Das ist kein Feuerangriff.
kam ich denn auf die Idee, dass ich dachte, das wäre immun? Komm, greif mal an. 15. 19. Rache geblockt. Ah! Natürlich. Ich verstehe. So kann man das machen. Moment. Shit, shit, shit. Komm du mal. Reflektiert körperliche Angriffe. Greif an. Mit 18, das ist doch viel zu wenig. Bestienauge. Boah, diesen Kampf hier muss ich nochmal machen. Das ist ja echt eine Katastrophe hier. Ich bin raus. Oh nee, ich lebe noch. Sturm. Oh. Oh, okay. Okay. Das war, glaube ich, gut. Kannst du das nochmal? Moment. Reflektiert körperliche Angreife. Mach du das mal. Du darfst angreifen. Du darfst angreifen. Angriff ging daneben. Magieangriff verstärkt. Bestienauge. Komm, setz noch mal Sturm ein. Oh oh. Shit! Das gibt's doch nicht. Ja, komm du mal. Latch Assist. Du kannst angreifen. 19. Oh mein Gott. Ja, das hier ist... keine Ahnung. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Jetzt kann ich da mich nochmal tot suchen, bis ich da die richtige Statue gefunden habe. Aber das wird jetzt noch dauern. Ich habe jetzt hier erstmal für die ganze Woche vorproduziert, da Dynasty Warriors ja leider ausfallen muss. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.